Herr Galassoni, vielleicht noch eine Frage. Was bräuchte es denn, um Jungärztinnen, Jungärzten auch eine klare Perspektive zu geben? Das scheint ja oft auch zu Beginn der Ausbildung oder im Laufe der Ausbildung auch noch nicht ganz klar zu sein, wohin der Weg denn auch am Ende führt. Also eine Option ist durchaus, besonders im Basisjahr, das für das eigentlich gedacht ist, dass man die Lehre bekommt, die man sich wünscht oder die man sich vorstellt. Unter anderem, weil man nur so in den verschiedenen Fachabteilungen wirklich lernt, gefällt mir dieses Fach oder tendiere ich doch zu etwas anderem. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist natürlich die Work-Life-Balance. Also derzeit mit einer 120% Anstellung, je nach Abteilung zwischen 4 oder eher 6 Nachtdiensten pro Monat, mit trotz dieser Anstellung noch Überstunden, ist eine Lebensplanung einfach teilweise schwierig oder nicht so schön, sich vorzustellen. Im besonderen Hinblick auf Familie oder wenn es darum geht, wenn man eine Familie hat, auch mögliche Teilzeitstellen.